Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dark Souls. Heute sprechen wir mit dem Elementar. Nein, leider nicht. Aber der scheint mich zu ignorieren. Ich bin leider nicht so freundlich wie du. Oh, der ist schon halb tot. Blauer Brocken, nice. Was hat er hier gestartet? Keine Ahnung. Okay, wir haben da Bogenschützen. Aber klären wir erstmal den unteren Bereich und dann den oberen. Sicher ist sicher, hm? Ja, das sind ganz viele. Oh Gott. Ah. Was für eine nervige Ebene ist das denn? Natürlich habe ich beide angezogen. Oh Gott. Genau, bitte nur einer. Hier bin ich. Gut. Okay, der ist weg. Dann gehen wir auf die andere Seite. Ich habe gesehen, dass unter der Treppe noch so eine Guffelnase rumliegt. Loot meine ich, Loot, sorry. So, das zu euch. Hui, jetzt holen wir den Loot. Währenddessen die Bogenschützen auf mich feuern. Seele eines Ritters. Ist klar. Hängen da drei Stück ab. Okay. Wo schießt du hin, sag mal? Der war seltsam. Okay. Was geht hier oben ab? Ach Gott. Oh, das wird ein Irrgarten. Da ist ein Hebel. Dann gehen wir gleich hin. Ach du Scheiße. Kann ich einpullen? Ich weiß nämlich nicht, ob da links um die Ecke auch noch was ist. So, oh, der ist umgefallen. Ja, da ist irgendwas. Jetzt sind sie alle One-Shot, weil der Magier weg ist, ne? Hallo, Dude. Oh, ich dachte, er wäre ein. Ich wusste es. Ich dachte, er wäre ein NPC. Funkeltitanit. Nice. Ich habe mir schon sowas gedacht, dass da irgendwo noch ein Gegner rumhängt. Das war zu einfach. Deswegen habe ich plötzlich mitten beim Reden aufgehört, wenn mir das im Kopf gefallen ist. Ah, auch noch unecht, ey. Aha. Nein! Oh mein Gott, ich bin tot. Ich bin nicht tot. Jetzt bin ich tot. Ah, nein, 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 nein. So, da wären wir wieder. Ich will nicht nochmal sterben, das ist nicht cool. Wenn ich nochmal sterbe, dann lasse ich die Kiste hier bleiben, ey. Das lohnt sich überhaupt gar nicht. Ich muss warten, bis er seinen Griff macht. Oh. Da, das war der Griff.
Rest ist mir egal, Bro. Das war gemein. Es ist so ätzend, hier nochmal durchzulaufen. Ich dachte schon, ich hätte nichts verloren. Kristallritterschild. Hatten wir nicht schon so eins? Kristall. Ist auf jeden Fall besser. Physisch 100%, ja. Dieses mittelgroße Metallschild ist aufwendig ziseliert und bemalt. Obwohl er wohl in uralter Zeit von adligen Rittern benutzt wurde, verfügt er über ähnliche Verteidigungswerte wie andere Schilde. Okay. Aber Magie ist ja nicht besser. Und gut. Nee. Wollte ich mein jetziges Schild. Ich mag das Schild. Ich mag das Schild. So. Jetzt geht's weiter. Ich habe die ganze Zeit noch feinen Bogen gehört. Irgendwie hat hier die ganze Zeit noch auf mich geschossen. Vielleicht von weiter oben. Ah, höchstwahrscheinlich von weiter oben. Also, Schild hoch. Ja, da war einer. Hm? Wer bist du denn? Komm mal irgendwo hin, wo ein bisschen mehr Platz ist. Lass dich backsteppen, komm. Lass dich backsteppen. Bist du eine Kopie von mir oder so? Hier. Hä, das bringt gar nichts. Okay, der war seltsam. Was war denn das für einer? Ich bin doch gar nicht menschlich mehr. Ich bin noch gestorben. Aber er hat auch keinen Namen gehabt, ne? So ein richtiger Mensch kann das nicht gewesen sein. Lange nicht gesehen, die Dinger, ne? Vielleicht war ich einfach nur zu langsam. Ja gut, zwei Funkeltitanit. Nice. Und wir gehen durch einen Nebel. Oh Gott. Okay. Bossfight. So. Ein Riesendrache. Okay. FPS Drops. For the best. Okay, hier kommt er nicht hin. Bei einem Bogen. Okay, das dauert vielleicht ein bisschen. Aber ich glaube, hier hinten trifft er mich nicht. Doch, trifft er mich. Oh Gott, ich bin fast tot. Was? Nein, ich will nicht den ganzen Scheiß nochmal machen. Oh nein, ey. Okay, wir sehen uns gleich. Oder auch nicht? Was ist. Was ist das denn für ein Fake? Oh, meine Seelen! Meine Seelen! Konnte man den überhaupt besiegen? Das ist ein Kack. Was soll das jetzt? Ich brauche ein bisschen mehr Damage. Nur ein bisschen. Dann bin ich glücklich. Und jetzt? Hier ein Weg? Verschlossen. Gerades Kristallschwert. 150, nicht schlecht eigentlich.
Okay. Ist das gewollt? Verschlossen. Hey du! Wach auf, du Penner! Naja, immerhin habe ich jemanden getötet. Auf jeden Fall, die nächsten Gegner, die Schlangen, die wir jetzt hier wieder erwarten, die sind jetzt nicht so stark. Wie komme ich hier raus? Zehn Schl. Wir sind als benutzt. Oh, jetzt gibt es schicke Musik für die Gefangenen. Die Foltermethode Nummer 1, Musik. Oh, doch nicht. Okay, lasst die Schlangen raus, oder was? Die Schlangen, weil Schlangen sind das ja schon, aber das sind ja noch andere. Wieso beide auf einmal? Ey, wir kennen uns doch schon. Hey, wo willst du? Bist du verwirrt oder so? Wo? Okay. Ich will auch dahin. Wenn ich da hochgehe, kriege ich jetzt aufs Maul. Man springt wenigstens runter. Achso, deswegen, ja, okay. Deswegen sind die abgehauen, die können doch nicht viel. Sterben, das können sie. Sehr gut sogar. Kommt da noch mehr? Kommt jetzt wieder runter? Komische Leute. Soll ich euch rauslassen? Ihr seid frei! Helft mir! Bringt sie alle um! Ihr seid Gefangene, genauso wie ich! Ist jetzt mein Freund? Wäre auch zu schön gewesen, ne? Wie die sich da oben freuen! Voll die Schweine! Alle Wände hier prüfen. Wer weiß, vielleicht hat mal ein Gefangener eine unsichtbare Wand dahingestellt. Ich will da ehrlich gesagt hoch. Ich will da hoch. Der Motherfucking Zero will da hoch. Also wird das nichts. Ich habe das Gefühl, wenn ich da hochgehe, dann schießen die mich runter. Aber ich riskiere es. Ich meine, ich bin ja hier um die Ecke. Von daher, was soll's. Kommen die jetzt runter? Hallo, Ladies. Er tritt mich auch, die Sau. Ja, ist ja gut, ich beeile mich ja schon. Nicht nett. Habe ich noch geschlagen? Ja, okay. Haut rein, Jungs. War mir eine Freude, euch zu töten. Geht ganz schön tief runter. So, was ist denn hier? Verschlossen. Geil. Hier ist nichts. Passt. Könnte sterben. Tu ich aber nicht. Ich bin Profi. Zack. Kapuze einer Maid. Weißer Seance-Ring. Okay. Weißer Seance-Ring. Stimmt, ich habe mir den anderen Ring noch gar nicht angeguckt, ne? Bund des Artorias ermöglicht Abgrundschreiten. Dieser Ring symbolisiert den Bund des Ritters Artorias mit den Bestien des Abgrunds. Genau wie Artorias ist sein Träger in der Lage, den Abgrund zu durchschreiten. Okay. Irgendein Missionsgegenstand anscheinend. Haben wir noch etwas Neues?
Träger verursacht keine Geräusche. Ja, kennen wir schon. Gewährt zusätzliche Zauberei-Slots, haben wir gerade bekommen. Okay. Erhöht Bogenreichweite, kennen wir ja schon. Na gut. So, jetzt sind wir wieder bei 5 Estus-Flakons. So wie wir normal jetzt auch hier starten. Hätte ich gewusst, dass das so eine kurze Strecke ist, dann hätte ich darauf verzichtet, das Ding noch weiter zu entfachen. Ja, kann man ja nicht riechen, ne? Hallo, Herr Kollege. Au. 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 Warum gleich so brutal, sag mal? Verschlossen. Uai. Kann ich gesehen, dass jemand drin ist. Kann ich die Tür wieder zumachen? Ja. Hallo? Da kommen auch schon die Schlangen. Na gut, komm. Oh, nö, die führen da hinten Streife. Von daher kann ich hier auch mal reingehen. Surprise! Archivzelle Extraschlüssel. Ist das der hier? Nee. Was ist denn dieser Extraschlüssel? Nicht mit mir, Bro. Nicht nochmal. Was ist denn dieser Extraschlüssel? Ah, das muss die Zelle da oben sein, die verschlossen war, ne? Oh. Noch ein Schild. Feuer und Haltung. Kann ich damit zuschlagen? Ja, und wo halte ich den? Bessere Haltung sehe ich doch gerne. Aha! Ich wusste es. Hättet ihr den Loot nicht da platzieren können? Es ist einfach nur, um extra nochmal eine Runde zu laufen. Geil. Hätte ich mir auch ersparen können. Wäre selig. Surprise! Wieso liegt da... Menschlichkeit? Ach, hier, hier habe ich den eingetötet. Ah, die geben Menschlichkeit. Hier kann man Menschlichkeit farmen. Aber da unten sind ja noch mehr. Mädels! Angetanzt. Okay, das muss ich irgendwie anders machen. Das hat doch prima funktioniert. Zack. Okay. Oh, das ist unser Zaubertypi. Kennen wir ja schon, Kollegen. Sonst hier noch irgendwas? Irgendwas Verstecktes oder so? Das sieht ja hier eigentlich schon einladend aus, irgendwas zu verstecken. Ach, jetzt traust du dich plötzlich her, oder was? Weil die Viecher tot sind. Ja, du hast schon gesehen, dass ich die selber getötet habe, ne? Dass ich quasi stärker bin als die alle zusammen. Und dann kommst du runter und denkst dir, du bist stärker als ich. Ich bezweifle ich mal stark. Er hat sie alle abgeschlachtet, jetzt kann ich ihn töten. Das heißt, er muss von da oben irgendwo gekommen sein, ne? Ich habe ja da so einen Schatten gesehen. Ah, da ist auch eine Leiter, okay. Surprise Attack! Hat funktioniert. Wie, du lebst noch? Wieso habt ihr mehr Leben? Hä? Wunder, gnädiges Sonnenlicht. Verschlossen, achso. Lindern Sonnenlicht. Achso, deswegen wart ihr stärker, okay. Hello again. What a chance meeting this is.
Alas, I'm imprisoned once again. I don't suppose you could stage me a getaway. The archives. Such a storehouse of knowledge. So close, but just out of reach. The thought offends me so, I could simply die. As a student of the arts, you understand me, eh? Und wo ist der Schlüssel? Hello again. The thought offends... Okay, wir müssen einen Schlüssel für den Kollegen finden. Gehen wir erstmal hier hoch. Ah, hier schalten wir die Musik ab. Verdammt, ich wurde getroffen. Ich hasse Magier. Ich hasse Magier. Wuhu. Du bist echt. Oh, eine echte Kiste. Riesentürschlüssel. Gut, das da unten ist jetzt keine Riesentür. Aber wir schalten jetzt erstmal die Schlangen aus. Dann laufen die höchstwahrscheinlich nicht mehr hoch. Was so viel bedeutet, dass der Schlüssel woanders ist, wenn wir nochmal hierher müssen. Und Riesentor ist höchstwahrscheinlich dann oben. So, haben wir hier noch irgendwas vergessen oder so? Nö. Soweit alles klar. Ah, da ist noch was. Aber keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Springen will ich jetzt nicht unbedingt. Wir gucken wenigstens mal, ob es da irgendwie einen Weg gibt. Vielleicht von dieser Zelle aus hier, weil es in der Höhe ist. Ich will da jetzt nicht unbedingt runterspringen. Wir checken nochmal die Zellen. Nö, hier ist nichts. Nada. Hier ist unsere Zelle. Na gut, ich würde sagen, wir rasten hier noch einmal und werden hier auch direkt die Folge beenden. Freunde, das war's für heute. Wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder und dann gehen wir höchstwahrscheinlich nochmal zum Boss und hoffentlich sterben wir nicht währenddessen und können unsere Seelen wiederholen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.